Hallihallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Valor Gaming und Need for Speed Most Wanted 2012. Beim letzten Mal haben wir uns den Lexus LFA angeschaut. Aus dem Hause Lexus nicht so oft zu sehen auf deutschen Straßen und generell nicht. Jetzt haben wir ein Auto, was ihr vielleicht schon mal auf der Straße gesehen haben könntet, nämlich den BMW M3 Coupé. Sehr schickes, kleines, sportliches Ding. Würde ich auch gerne mal fahren, genauso wie den M6, vor allem auch den ganz neuen, den wir dann zum Beispiel auch in Need for Speed Rivals bestaunen konnten. Echt ein schickes Teil. Ich weiß, es gibt gerade bei BMW, Audi und Mercedes gibt es dann immer so Fan-Gruppen oder Hater und Liebhaber, und dann ist das so wie bei PlayStation oder Xbox, dass dann die einen sagen, BMW ist das Geilste und Audi und Mercedes sind scheiße. Bei mir ist so, ich finde manche Audis sehr geil, wie gesagt, den TT, der TT zum Beispiel, den R8 zum Beispiel, den RS7, RS5, RS6 sowieso, oder auch A8. Ich finde aber auch zum Beispiel Mercedes die dicken sehr geil, also S-Klasse oder auch natürlich SLS, AMG und diese ganzen süßen Schlitten. Und genauso gibt es halt auch bei BMW welche, die ich sehr heiß finde. Zum Beispiel den X6, das ist natürlich ein richtiger City-Panzer, oder halt so ein M3, M5, M6. Da gibt es auch sehr geile Wagen. Also ich kann mich da nicht entscheiden, ich würde nicht sagen, eins ist das Geilste, aber ich finde zum Beispiel schon, dass BMW sehr schicke Autos macht. Das kann man mal festhalten. Und jetzt haben wir hier uns den M3 geschnappt und mit dem wollen wir jetzt mal ein bisschen fahren. Ich habe mir beim letzten Mal gesagt, wir fangen jetzt mal an, dass wir nicht immer so den Rennen direkt hinspringen, sondern wir machen das mal so, dass wir da wieder hinfahren, weil wenn ich den Wagen zeigen will, dann kann ich ja auch so ein bisschen in der Stadt rumfahren zu dem Rennen hin. Ob ich da jetzt ein Rennen fahre oder dahin fahre, das kommt ja eigentlich aufs Gleiche raus, dann sehen wir den Wagen auch. Können uns den Sound anhören, können uns mal anschauen, wie der sich steuert, was der so kann. In dem Fall eben hier der M3. Ist natürlich ein bisschen schwerer als sonstige Wagen, die wir vielleicht so im Spiel fahren. Also ist halt etwas größer auch und wiegt dementsprechend mehr als irgendwie so Supersportler oder sowas. Kann man nämlich auch gut als Familienauto nehmen, so ein M3. Wobei man dann hinten schon, glaube ich, relativ eng sitzt. Aber er ist auch alltagstauglich. Du hast ja auch einen relativ großen Kofferraum hinten und sowas. Also, das ist schon was anderes als so ein Lamborghini oder sowas. Oh, und rot natürlich auch sehr süß. Sehr süß in rot, doch. So, jetzt sind wir auch schon da. Was haben wir hier? Ein Sprintrennen. Harbor Run. Na gut, dann machen wir das mal für den Nitro-Brenner. Ja, ich habe wirklich jetzt, also das sind jetzt glaube ich wirklich mal die letzten Parts langsam. Ich habe ja wirklich gedacht, wir machen nur noch so ein paar wenige Wagen, die wirklich es wert sind, dass man sie mal noch zeigt, abseits der Story. Und im Endeffekt ist daraus geworden, wir fahren fast jeden Wagen. Das war jetzt noch nicht mein Plan eigentlich. Aber ich dachte mir, wenn man dann den nimmt, dann kann man auch den noch nehmen und dann den noch und den wollte ich auch noch zeigen, ja. Und im Endeffekt kommt man dann bei relativ vielen raus, auch wenn man die gar nicht alle zeigen wollte. Aber jetzt, nachdem möchte ich auch, also was ich noch machen möchte, ist der Ford Focus RS 500 oder was das war, weil sich das viele gewünscht hatten. Also jemand hat sich das gewünscht und hat das ja für die Likes bekommen. Und ansonsten vielleicht noch den Bentley, aber das soll es dann auch langsam mal gewesen sein jetzt. Also zwei, drei Parts vielleicht noch und dann ist wirklich mal Schluss. Ich habe es schon vor 10 Parts gesagt, ich weiß, aber jetzt langsam ist dann mal gut. Also man muss mit der Handbremse den Drift einleiten und dann schiebt er halt so ein bisschen, oh, es ist schwer, also wenn man den Drift mit der Handbremse einleitet, dauert es wirklich noch einen gewissen Zeitraum, bis er dann anfängt auch zu driften. Ist halt einfach ein bisschen träge, so ein dickes Ding. Also hier im Spiel. Wenn man den halt direkt vergleicht mit zum Beispiel im letzten Part hat man den Lexus LFA zum Beispiel, ja, also das, oh, der will nicht in den Drift, selbst mit Handbremse gerade. So ein bisschen klobig auf der Straße. Ja, man muss sich natürlich auch jedes Mal umstellen. Jetzt, wenn ich jeden Part einen neuen Wagen fahre, muss ich mich halt jedes Mal umstellen. Dann muss ich vom Lexus LFA oder von der Corvette, die ja einen Traumhandling hat und quasi von alleine sich um die Kurven bewegt, ohne dass er was machen muss, muss ich dann halt jetzt wieder auf sowas wechseln, wo es dann selbst mit Handbremse schwer wird, dass der mal driftet. Aber so oder so haben wir jetzt hier das Ziel erreicht. Der Cop ist Erster geworden. Ich gratuliere. So, wir kriegen auf jeden Fall mal den Nitro-Brenner. Ich verstehe diese Kombi immer noch nicht, dass man immer Geländereifen und Nitro-Brenner gleichzeitig kriegt. Was will ich mit den Geländereifen? Aber den Nitro-Brenner haben wir. So. Ich versuche mal noch den Cops zu entkommen. Over.
Ja, seht da gerade zum Beispiel. Er ist ja sogar gedriftet, aber schiebt da noch in die Kurve, bis man rausfliegt. So, was haben wir jetzt hier noch im Angebot? Aero-Karosserie in kurzem Getriebe geht natürlich immer. Ist aber leider der Hinterhalt. Ich habe ja... Ach Gottchen. Ja, gut. Langes Getriebe, verstärktes Chassis. Ja, Leichtbau. Ja, das ist natürlich Tempojagd, geht immer. Ich springe jetzt mal hin, in dem Fall. Ich habe da jetzt gerade mal Lust hinzuspringen. Das können wir mal so machen, mal so machen. Was brauchen wir denn? 177 km/h sogar nur bei dem Wagen. So, warum bingelt mein Handy schon wieder? Kriege ich wieder Links von Amazon geschickt? Tatsächlich eine E-Mail. Ah, Amazon. Ja, wer hätte es gedacht? Sagen Sie uns Ihre Meinung. Ach so, die wollen meine Meinung zum Kindle haben, den ich aber nicht mal besitze. Die haben Interesse daran, meine Meinung zu erfahren zum Kindle. Also, das ist ja dieser E-Book-Reader von Amazon. Nur ich bin halt kein Buchleser, deswegen habe ich auch sowas nicht. Ich habe keinen E-Book-Reader. Aber ich muss sagen, also wenn ich Bücher lesen würde, würde ich mir auf jeden Fall sofort so einen Kindle holen, weil die sind ziemlich günstig. Die werden, glaube ich, sogar unter Wert verkauft, weil die eher damit rechnen dann, dass sie das Geschäft mit den Büchern machen. Also man kriegt, glaube ich, für unter 50 Euro kriegt man da so einen E-Book-Reader und der ist wirklich gut. Also das ist, da passen hunderte Bücher drauf und es ist sehr klein, sehr handlich und sieht auch, der Bildschirm ist super, also da kann man nicht meckern, aber da ich sowas nicht brauche, habe ich sowas auch nicht. Aber wenn ich es brauchen würde, hätte ich sowas. Dann würde ich mir einen Kindle holen. Die sind, glaube ich, schon echt ganz gut. Aber da kann ich natürlich denen schlecht meine Meinung zu schreiben, wenn ich so ein Ding nicht habe, ne? Ich bin momentan wieder mega viel auf Amazon am Shoppen. Es ist schlimm. Also, das ist so meine Sucht, ist echt diese Seite. Weil ich einfach, also, oh, ich liebe diese Bestenlisten, ja. Es gibt das zu jeder Kategorie, gibt es da ja Bestenlisten. Bestenliste in Toaster, Bestenliste in Rasierer, Bestenliste in sonst. Es gibt für jeden Scheiß, gibt es eigene Bestenlisten. Und dann siehst du halt immer, was da auf Platz 1 ist. Und dann gibt es dann da so Sachen mit irgendwie 1000 Bewertungen und davon irgendwie 800, 5 Sterne. Und der Preis ist auch noch günstig. Dann weiß ich, okay, das ist mein Ding. So kaufe ich im... Oh, das war nur Silber. Okay, das machen wir nochmal. 3 km/h angefehlt. Ja, machen wir nochmal. Ich war echt zu sehr mit dem Quatschen beschäftigt, bin einfach nur so ein bisschen gecruised. Ich kaufe schon seit bestimmt 2-3 Jahren, noch länger, nach dem Prinzip günstig mit tollen Bewertungen bei Amazon und bin bisher immer damit gut gelaufen. Ich habe immer Sachen bekommen, die ich selber super fand und die ziemlich günstig waren. So habe ich Bildschirme gekauft, Fernseher, Hardware, einen Kühlschrank, alles Mögliche, also wirklich alles. Wenn wir mal eben gucken hier, achso, ich kann ja einfach Event wiederholen machen. Dass wir da noch Gold holen für Leichtbauchassis. Naja, und dann chill ich da auch immer, wenn ich die Vorlesung habe, dann bin ich immer auf Amazon und dann schaue ich mir irgendwelche Bestenlisten an, zum Beispiel für Elektronik oder für Computer und Zubehör und sowas. Und schaue einfach mal, was für Sachen da so sind, die mir gefallen könnten, die mich noch interessieren könnten. So kam ich zum Beispiel auch dazu, dass ich mir eine SSD gekauft habe. Ich habe so diese Bestenlisten durchgeschaut und habe gesehen, oh, so eine Samsung SSD mit 800 Bewertungen und davon dann 4,5 Sterne oder 5 Sterne. Ja, eine SSD könntest du ja vielleicht auch mal gebrauchen und so, ne? Und dann ist ja auch noch der Traum, als Student habe ich ja einmal Amazon Prime umsonst in dem Jahr oder sowas. Das ist also, da kann ich, muss ich nie Versand bezahlen und die Sachen sind eigentlich immer am nächsten Tag da. Es ist einfach zu traumhaft und deswegen wird man sehr Versuchung geleitet, da immer Sachen zu kaufen. Das ist schlimm bei mir, also da gerate ich regelrecht in Kaufsucht bei solchen Sachen dann. Das Problem ist halt dabei immer, das kann man ja gerne machen, aber dafür braucht man halt Geld. Und das hat man dann halt eher nicht. Also Kaufsucht ohne Geld ist eher scheiße. Beziehungsweise mir macht es auch schon einfach Spaß, die Sachen durchzuschauen und sich zu überlegen, was man sich kaufen könnte, ohne es dann unbedingt zu kaufen. Das finde ich schon schön. Das ist so wie wenn Frauen shoppen gehen, ohne irgendwas zu kaufen. Einfach mal Schuhe anprobieren und das sich angucken. So ist das dann bei mir mit Technik bei Amazon. So, jetzt sieht das doch schon sehr viel besser aus hier. Eben hatte ich ein Problem damit, 173 hatte ich. Und ich weiß nicht, was ich eben davor gemacht habe. Ich war so sehr beschäftigt. Das war nämlich fast 200. Keine Ahnung, was da jetzt anders liegt. Ich habe davor wahrscheinlich einfach zu viel gelabert. Aber jetzt waren es jedenfalls mehr als genug. Vielleicht lag es auch daran, dass ich ja jetzt schon die... Was habe ich da bekommen beim ersten Mal? Rennreifen oder so schon drauf hatte. Der Wagen wird langsam jedenfalls immer sportlicher. Bam! So, ich warte immer noch darauf, dass ich weitermachen darf. Spiel. Jetzt darf ich, das aber gnädig von dir. Danke.
So, langes Getriebe haben wir, Energieschubmidro haben wir, Aero-Karosserie, kurzes Getriebe. Das ist leider ein Hinterhalt, das mag ich ja nicht so, aber wir springen mal hin. Da haben auch neue Leute geschrieben, dann ich soll Ariel Atom und Bug Mono und sowas fahren, aber da bin ich nun echt kein Fan von, muss ich sagen. Diese kleinen Seifenkisten, also das muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, nachdem wir noch den Ford und dann könnte es das fast schon gewesen sein. Muss ich da mal schauen, ob mich noch irgendwas spontan anspricht oder nicht und dann ist gut. So, da haben wir hier wieder wunderschöne Straßensperren am Start, durch die lustigerweise die Cops immer durchfahren können, ohne Probleme. Wir müssen echt mal nach hinten gucken, wie die das machen. Update zum Verdächtigen. Habe Beschreibung geändert. Zentrale, wir sind wieder auf der Straße. So, was kann der Wagen denn? 250 km/h, da wird es aber auch langsam schon schlapp hier. Und natürlich, wenn man dann gerade mal dabei ist, entkommen, gibt es wieder eine Straßensperre. Das kennen wir ja schon. Wunderbar. Warum auch nicht? Ja, es macht keinen Sinn. Du entkommst da nicht, da kommt dann natürlich direkt wieder einer von der anderen Seite. Ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt, deswegen brauche ich es gar nicht wiederholen. Süß, wie die beiden sich gerade schön gegenseitig gecrashed haben. Ich brauche es gar nicht wiederholen, das ist schlimm in diesem Spiel. Das Entkommen ist einfach nicht dadurch schwer, dass die Cops so befahren würden, sondern einfach dadurch, dass sie einfach so unfair spawnen und immer, wenn du gerade irgendwo lang fährst, direkt wieder vor dir, jetzt gerade auch wieder hier, wo ich reingebogen bin, zack, kommt da natürlich zufällig einer lang. Oder halt dann über Straßensperren, wenn du gerade hinkommst, kommen dann immer da plötzlich zufälligerweise. Na toll, ich dachte natürlich, ich komme da oben und kann da stehen bleiben. Hat noch schon mal nicht geklappt. Nee, das klappt jetzt aber da nicht. Na super. Das war mies. Also ich finde, das hätte das Spiel mir jetzt mal gönnen können. Aber es wollte nicht. Das wäre jetzt schön Gold gewesen, es wäre schön knapp geworden, das wäre mal cool gewesen, aber nein, warum auch? Wir fucken lieber weiter ab. Das kann das Spiel besonders gut. Ich muss das neu starten, glaube ich. Ja, das ist noch Silber, Neustart. Leck meine Eier, danke auch. Oh, ich hasse den Hinterhalt. Warum ist der so scheiße in dem Spiel? Ganz ehrlich, nicht mal, weil es schwer ist. Man schafft es ja meistens mit dem zweiten Versuch oder so, aber ich finde es einfach schlecht gemacht. Wenn ich merke, wie ich irgendwo in eine Straße fahre und die Cops abgehängt habe und dann da plötzlich einer wieder auftaucht und plötzlich wieder eine Straßensperre ist, dann finde ich das einfach nur lame. Dann ist das ja nicht, weil die Cops so gut fahren, so wie es bei Most Wanted 2005 ist, dass sie einen wirklich teilweise einfach auf die Eier geben, weil sie wirklich gut fahren und Stress machen. Aber nee, hier ist es einfach nur nervig. So Jungs, fahren wir einmal hier im Rondell, ha? Kommt doch mit, ja? Bam, in your face. Bam, in your face. Oh, komm schon BMW, komm schon! Zieh! Oder häng dich halt auf, jawoll! Mein Auto hängt, jawoll! Mich kriegt ihr nicht, ich häng hier oben. Dann lassen wir uns halt mal fallen. Sind wir mal nicht so, das wäre ja unfair von mir, mich da oben hinzuhängen, dann können die Cops mich nicht kriegen. So sind wir ja nicht. So, jetzt sind wir in der Fluchtphase. Das Problem ist halt, wenn man weiterfährt, um halt vor den abzuhauen, dann spawnen vor einem welche. Wenn man stehen bleibt, um den Motor auszumachen, dann kommen von hinten wieder welche. Das ist eigentlich beides kacke. Ich mache jetzt mal den Motor aus in dem Fall. Mal gucken, ob es klappt. Oben kommt wieder einer, unten kommt wieder einer. Vielleicht klappt es aber diesmal sogar. Ja, es scheint zu klappen. Also wie gesagt, es ist ja nicht unbedingt schwer. Man schafft es ja beim zweiten oder dritten Versuch. Und trotzdem finde ich es kacke. Aber man muss halt leider fahren, um bestimmte Sachen zu kriegen. Da kommt man ja nicht drum rum. So, hier, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, dies, das.
Da habe ich gerade kurzzeitig unter die Karte gucken können, oder was? Von hinten sieht er wunderbar aus. Wie ein Neuwagen und von vorne so. So, machen wir noch ein Rennen, würde ich sagen. Rundkurs, Sprint, Sprint, Drift Attack, Blitzüberfall. Joa. Ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Was machen wir? Brauchen tun wir davon gar nichts. Dann können wir hier noch einen Rundkurs machen. Den habe ich sogar nicht mal. Da muss ich sogar hinfahren. Was? 6 Kilometer ist nicht euer Ernst, oder? Machen wir den jetzt ernsthaft? Also wenn ich da hinfahre jetzt 6 Kilometer und dann noch das Rennen, dann habe ich wieder mega Überlänge. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mal die Partys auf eine vernünftige Länge bringen hier. Meine Fresse, lasst mich doch einfach mal auf meiner Gegenspur fahren hier. Leute, Leute, Leute. Nee, komm du, das wird hier nichts mehr. Ich fahre jetzt gerade hier wie so ein Lurch. Dann fahren wir irgendwas, wo wir hinspringen können. Kann ich irgendwo hinspringen? Da kann ich hinspringen. Was ist denn das? Ein Sprint, aber der ist sehr kurz. Ah, der ist auch sehr kurz. Das ist natürlich blöd. Also wenn ich das hier fahre, da bist du ja wieder innerhalb von nix durch. Ja, bevor ich jetzt da 6 Kilometer durch die Stadt gurke und dann noch das Rundkursrennen fahre, was je nachdem auch nochmal 3, 4, 5 Minuten dauert, da bin ich ja 10 Minuten überlänger. Also lassen wir das mal lieber, fahren hier durch einen kleinen Sprint. Wir bereiten uns dann darauf vor, beim nächsten Mal mit dem Ford zu fahren. Noch langsamer wahrscheinlich jetzt das Ding hier. Und dann auch langsamer Schluss mal. Den Porsche hier wollten einige sehen. Also eigentlich fast jeder Wagen im Spiel wurde von euch genannt. Ich glaube, ihr habt euch da abgesprochen, dass ich da irgendwie gezwungen bin, alle zu fahren. Machen wir aber ja nicht. Also das ist ja eher so. Ich wollte von euch halt einfach mal vorschlagsmäßig hören, welche Wagen fändet ihr noch nett. Und dann, wenn halt wie einer irgendwie öfter genannt wird, dann den halt mal nehmen. Aber das haben wir jetzt auch dann eigentlich gemacht. Also der zum Beispiel wurde halt genannt und der Ford, den wir dann beim nächsten Mal fahren. Und dann hatte ich aber auch schon einige von denen, die halt genannt wurden, gemacht. Also der Audi A8 zum Beispiel war ja einer der meistgenannten. Den hatte ich aber dann schon aufgenommen, als eure Vorschläge dazu kamen. Insofern hat sich das gut kombiniert, eure Vorschläge und meine Ideen. So, da vorne ist ein Porsche, der Stress macht. Den haben wir schön in die Wand geballert. Und mich selber auch nochmal. So, und da vorne ist dann auch schon das Ziel. Man hat das also wirklich relativ schnell hinter sich gebracht, so ein Sprint hier. Deswegen heißt er auch Sprint, so wie ein kurzer Sprint eben. Energieschub, Metropalschutzkarosserie, brauchen wir beides nicht in dem Fall. Aber ich nehme es mal, danke. Neue Bestleistung sogar, eieiei. So, wir lassen mal ausrollen. Das geht in dem Fall schneller als gedacht. Und dann, ja, dann können wir natürlich jetzt auch noch das eine Ding, hier das andere Sprintrennen noch fahren. Dann haben wir statt dem Rundkursrennen 2 Sprints gemacht. Das ist ja auch noch in Ordnung. Weil die sind beide irgendwie eine Minute noch was, das kann man sich noch geben. Kein Problem. Nee, es hatten einige nach Porsches gerufen, aber da muss ich dazu, also wir haben ja Porsche, sind wir ja gefahren. Den 918 halt, also den krassesten Porsche sind wir halt gefahren. Die Cobra wollten auch einige, aber das ist nicht so mein Fall. Zumindest hier im Spiel nicht. So, das wäre so ein Rennen mit Cops dabei. Die werde ich aber jetzt nicht gleich noch 10 Minuten verfolgen, da, oder abhängen. Ich werde einfach das Rennen jetzt noch fahren und dann Schluss machen. Der kann schon ein bisschen was. Wo kam der jetzt her? Einfach mal mitnehmen und gegenrammen. Wir rasen hier irgendwo lang.
Kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor, die Strecke, aber die sind wir wohl schon gefahren, angeblich. ...1,44 war es beim letzten Mal. Was schaffen wir diesmal? Oh! Mit was für einem Wagen bin ich denn bitte 1,44 gefahren? 1,21,7. Nicht schlecht. Ich glaube, theoretisch müssten wir jetzt noch die Cops loswerden, das machen wir nicht mehr. Wir fahren jetzt einfach. So, okay. Hallo Cops! Hey Cops, ich bin Wale! Lasst mich in Ruhe! Ach guck mal, Nagelbänder haben sie auch dabei. Wir sind gerade mal Fahrstufe 1. Warum fahren die hier bitte mit Nagelbändern? Euch geht's ja wohl gut. Euch geht's ja wohl zu gut. Mit Corvettes und Nagelbändern, weißt du? Und ich bin Fahrstufe 1. Jetzt Fahrstufe 2. Okay, aber dass sie da direkt so übertreiben, ist mir neu. Guck mal den an. So eine hässliche Corvette, die ganze Zeit Nagelbänder streut. Was hat der denn für Probleme? Hat er schlecht gefrühstückt oder so? Das scheint mir fast so. Guck mal den, wie kann der denn bitte mit seiner Corvette Offroad schneller fahren, als ich auf dem Asphalt mit Nitro? Was hat der denn bitte eingeschmissen? Alles wieder gecheatetes Gummiband hier. Da kannst du den Berg hochfahren, wie du willst. Kurzes Getriebe Pro freigeschaltet. Ja, das ist doch immerhin mal was. Vielleicht mache ich das also doch noch hier, die Cops loszuwerden. Okay. Dann haben wir tatsächlich noch einiges mehr gemacht, als geplant war. Aber ist ja egal. Da kommt eine Straßensperre, also bleiben wir stehen. Motor aus und damit sind wir entkommen. Jawohl. Das war's vom BMW M3 Coupé. Beim nächsten Mal, wie angekündigt, dann der Ford Focus RS. Springen wir schon mal rein. Ich glaube, das war der, den ich fahren sollte. Ja, ja. Ach, guck mal, die Straßensperre ist direkt hier neben. Da bin ich also quasi gerade. Ja, der sieht natürlich schon heiß aus. Also den, ja. Alfa Romeo, nein. Aston Martin, nein. Audi, haben wir alles, was ich machen wollte. Bug Mono, nein. Bentley, wirklich nur ganz grobes vielleicht. BMW haben wir, Bugatti haben wir. Caterham auch nicht. Chevrolet Corvette haben wir. Ford haben wir. Hennessy haben wir. Jaguar, nein. Königs Kamwa, Lamborghini haben wir, Lancia nein, Land Rover haben wir glaube ich sogar gemacht, Lexus haben wir gemacht, Marussia ganz vielleicht, ich würde eher sagen nein, Maserati eher nein, McLaren haben wir gemacht, Mercedes haben wir gemacht, Mitsubishi haben wir gemacht, Nissan haben wir gemacht, Pagani haben wir gemacht, Porsche haben wir gemacht, Shelby nein, SRT nein, Subaru nein, Tesla haben wir glaube ich auch gemacht. So. Ja, dann sind wir also wirklich durch. Bentley vielleicht noch und den Marussia. Die beiden würden mir jetzt nur noch einfallen. Und dann ist hier endgültig Schluss. Also beim nächsten Mal noch den Ford. Und dann schauen wir weiter. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Die machen hier einen riesen Stau. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.